Hallihallo, Hallöchen, hallihallo, Hallöchen. Willkommen zurück zu Let's Play Max Bunny auf Zeitreise. Im letzten Part haben wir uns eingekackt, wie ich eben gerade bei der Ansage. Egal, im letzten Part haben wir Marvel nochmal einmal richtig schön in die Fresse geboxt. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt wirklich besiegt ist, aber ja, wir haben ihn auf jeden Fall abstürzen lassen mit seiner Untertasse, mit seinen eigenen Untertanen. Ha, richtig in die Fresse. Und dann haben wir etwas im Mittelalter wieder freigeschaltet. Ein neues Levelchen, wo wir uns jetzt hinbegeben werden. Mal gucken, das sind die 30er Jahre, das Zeitalter der Piraten, das Mittelalter, das klingt gut. Und win, yay! So, hier nicht oder doch hier? Ein Wecker und 8 goldene Karotten, hm, scheint ja relativ schnell zu sein, das Level. Yay! Which way to Albuquerque? Das passt besser im Englischen, ich sag's euch. Junge, Karottensuppe! Hey, ist was, Hexenmeisterin? Hm, jetzt müssen wir wohl vor der Hexe Hazel fliehen. Which way to Albuquerque passt viel besser. Hazels Hügel! Sorge 10 dieser Objekte, um ein Ursymbol zu erhalten. Kollege, ich habe mehr Probleme, als jetzt komische Kisten zu zerschmettern. Was steht denn hier? Ab hier rennen! Beeil dich, Hazel, die Hexe zu, der Hazel Hexe zu entkommen. Nimm die roten Symbole mit, um mehr Zeit zu gewinnen. Zerstöre alle Acme-Kisten, um einen Wecker zu kriegen. Dum, 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 dum. Hauen wir mal ab. Ohne Scheiße, Mann. Na klar. Bam, 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 bam. Ja, ist ja voll gemein, Mann. Vor allem entkommen. Die will uns ja gar nicht fangen. Die will uns nur den Weg absperren. Oh Gott. Burns! Hallo? Ja, Mann! Oh, voll auf mich drauf. Voll gemein. Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Und zack. Uns fehlen nur noch einmal 99 Karotten. Dann haben wir alle goldenen Karotten, wenn ich mich nicht täusche. Oh, oh. Nein, 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 nein. Wow. Natürlich. Ich bin dem entkommen, aber voll verkackt. Abium, pium. Bam, 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 bam. Hey, er hat mich gar nicht getroffen. Ich habe nicht mal eine Schadensanimation gehabt. Kannst du sagen, er hat mich getroffen, du Spiel? Vor allem, wie die Steine einfach mal voll so wegfliegen. Das sind Mittelaltersteine, die sind so. Naja, lach ruhig. Moment, dankeschön. 3 weitere Extrasekunden. Finde ich gut. Hör auf, die ganze Brücke zu zerstören. Deine ganze Hyperaktivität hier rauslassen. Ja. Wow. Kaputt machen. Kaputt machen. Dankeschön. So eine Scheiße. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Yay. Yeah, schön durchgefettert, gefedert. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Im Wald sind wir angekommen, schnell. Oh nein, Wasser. Was für ein großer Feind. Und zack. Haben wir hier noch was? Wie es aussieht, nicht. Hui. So eine verdammte Scheiße, oh nein. Schneller Bugs. Jetzt rollst du auch noch am Uhrensymbol vorbei. So ein Fail. So, jetzt haben wir's. Oh nein! Oh nein! Abatabum! Ha, kann ich auch. Uah. Erinnert mich so ein bisschen an die Kamek aus Yoshi's Island mit ihren komischen Zaubersprüchen, die wie PlayStation-Symbole aussehen. Wie ironisch, ich zocke gerade ein PlayStation-Spiel. So, zacka, boom. So, das ist jetzt die Nummer 5, ich brauche aber 10. Which way to Albuquerque? Das passt viel besser als unsere Übersetzung. Ja, manchmal ziehen Sprüche halt nur im Englischen. Straße der Windmühlen. Was steht denn hier? Wow, gute Leistung, Pelzkopf. Versuch's noch einmal. Nimm auch jetzt den roten +3-Symbole mit, um mehr Zeit zu gewinnen. Und nicht vergessen, zerstöre Alekmi-Kisten, um einen Zusatzwecker zu kriegen. Viel Glück, Kumpel. Wer sagt das eigentlich? Ist egal, Mann. Ich muss hier nur weg. So eine Scheiße, Mann. Oh, das ist ja kacke. Ne.
Komm schon. Voll das Holzstück hier. Naja gut, ich glaube, es gab keine andere Lösung als das. Boah, ich hab... Fuck, Mann. Ich hab beinahe mein Handy fallen lassen. Nein, nein. Oh, gut, ich hab's noch gerettet und ich hab dabei einen Krampf in der Wade bekommen. Das ist nicht angenehm. Aber es ist alles noch gut gegangen. So, ganz cool hier. Warum hört sich das so komisch an? Hier ist doch sicherlich auch noch was. Nochmal 3 Sekunden. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Gut, dann geht's weiter. Häsel in den Arsch treten oder wegrennen, bevor sie uns in den Arsch tritt. 3 Ritter. Moment mal. Die rennen einfach nur weg. Ich glaube, die geben jetzt nichts. Das wäre auch gemein. Wenn sie stehen geblieben wären und umgedreht werden, dann vielleicht. Aber so, wenn sie weiterrennen einfach... Oh. Ich glaube, die Zeit war abgelaufen. Ich war eben voll erstaunt. So, was ist das denn? Hey, die Steuerung, Mann. Nein, den will ich haben. Nein. So kurz vorm Ziel fällt erstmal so ein scheiß Kochtopf auf mich drauf, ey. Ich glaube auch. Nein, oh Mann. Baxi. Und drauf. Yay. Jetzt bloß nicht mehr bewegen, dann kriegst du viele extra Sekunden. Oh yeah, oh yeah. Yay. Ich weiß gar nicht, ob diese extra Sekunden jetzt ausgehen würden oder einfach dasselbe wäre, als würde ich von vornherein in der Mitte gehen. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Mal gucken, ob ich jetzt einen treffe. Nee, anscheinend nicht. Das geht einfach nicht, gar nicht. Nein, 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 nein. So, jetzt aber. Und zack. Schon 7. Oh. Yeah. Wir sind jetzt bei den Grundsis angekommen. Genauso denke ich auch. Ein Amboss, okay. Boom. Boom. Hey, lande mal richtig. Toll, du kriegst auch gar nichts hin, Bugs. Los, die extra 3 Sekunden. Yay. Das war eben erschreckend. Yay. Na komm. Er lacht aus, weil er Schweine... fistelt, wollte ich gerade sagen. Das klingt aber irgendwie eklig. Weil er Schweine bedrängt. Los, du schaffst es. Lass sie grunzen. Lass die Grunzis sein. Und tschüss. Ah, wir sind in der Scheune angekommen. Keine Ahnung. Na, was macht der Merlin hier? Ah. Sehr nice. So, wie sieht's aus? Sehr fein. Wir haben das Level komplett. Und was willst du mir jetzt hier, Merlin? Schöner Tag, findest du nicht? Ja. Nicht? Nicht? Ich kann dir einen Zaubertrick beibringen, wenn du willst. Großartig. Also gut, dann hör gut zu, Hase. Ich bringe dir eine magische Melodie bei, die mehrere Vorrichtungen aktiviert wird. Ja, dann bringen sie mir doch mal bei. Natürlich, einfach nur gesagt und schon ist es fertig. Yay, wir können jetzt Musik machen. Geil. Ich werde jetzt aber noch nicht in das Level hier reingehen, weil wir dafür ja auch noch ein anderes Symbol brauchen. Also eine Fähigkeit. Ausgezeichnet, absolut perfekt. Du hast diesen Level abgeschlossen. Aber total. Lass mich deine Position für dich halten. Nein. Mach's gut. Ja, wiedersehen, Mann. Tschüsselchen. So, da wir jetzt aber die Musik pfeifen können, können wir zurück in die 30er Jahre. Denn das Level können wir jetzt meines Erachtens nach komplettieren. Dafür brauchen wir ja die Sprungfähigkeit und eben die Musikfähigkeit. Das ist doch schon mal ein Zeichen. So, das sei der Piraten, die 30er. Und yay. So, und zwar genau hier. Die große Flucht. Ja, mal gucken, wie das jetzt wird. Greatest Escape. Ich werde das Level einfach nochmal komplett machen. Ich gucke auch nochmal das Intro, warum nicht? Das ist die größte Flucht, die ich je gesehen habe. Hä?
Na, wenn die da einchecken, dann kann ich das ja auch tun. Muss ich nicht nachts in der Mülltonne übernachten. Meine Devise. Meine Rede. Na, dann mal gucken. Besorge 5 dieser Objekte, um ein Ursymbol zu erhalten. Ich besorge dir aber nur 3, wie... Deal with it. So. Wow, bam! Wir müssen nicht nochmal alles... Nee, okay. Das ist sehr schön. So. Ohne Zack. Ich gehe einfach nochmal das Level durch, als würde ich es einfach normal durchgehen. Und Zack. Oh, da war gar nichts drin. Wir müssen die Acme-Kisten eh wieder alle zerstören. Gemeinheit. Du hast mich nicht gekriegt. Haha. Boom. Haha. So. Oh nein. Der unbezwingbare Maxi. Oh nein. Voll in die Fresse. Oh, ich hab dich gekriegt. So, gehen wir einfach mal alles nochmal schön durch. Wie es sein muss. Erstes OG. Ha, wir sind angekommen. Zack, zack, zack. Da oben ist ja eh wieder eine Acme-Kiste. Ich muss hier lang. So. Dann müssen wir das hier jetzt schieben. Na. Ich will ja wohl meinen. So. Ja, perfekto. Und tada. Das ist schon Nummer 2, genau. So, ist hier sonst noch was? Natürlich ist hier noch was. Ah ja, hier kommen wir ja mit der Sprungfähigkeit schon weiter. So wie es sein soll. Voll die gemeine Uhr war hier. Voll dumm eigentlich. So. Yay. So, hier haben wir einmal die Sprungfähigkeit. What does the bug say? 3-mal schwarz ist keine Kill. Okay. Dann nehme ich das mal so hin. Na klar, voll daneben. Gut, das versuchen wir jetzt nochmal. Alle herhören. 3-mal schwarz ist keine Kill. Er hat gepupert. So, zack. Aber weil es so schön war, müssen wir das jetzt noch ein letztes Mal machen. 3-mal schwarz ist keine Kill. Aber natürlich nur hier. Ach, schön. Einmal einen Rundumblick hier gehabt. Weil wir hier das nochmal einsetzen werden. Mal gucken, wo wir dann hier landen. 3-mal schwarz ist keine Kill. Ja, ich weiß es auch nicht, Bugs. Whee. Ah, okay, das war einfach eine Abkürzung, um in die nächste Etage zu kommen. I see what you did there. Du, 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 well, zack. Dann fehlt nur noch 1. Sehr schön. Und jetzt können wir ein schönes Klavierstückchen spielen. Eine schöne Sonate, wenn man so möchte. Yay! Schnell weg hier! Wow. Also, ich habe schon von bombastischer Musik gehört, aber nicht, dass eine Musik so dermaßen böse sein kann, dass er ein Klavier zum Explodieren bringt. Hä? So, okay, wir sind ja auf der anderen Seite. Genau, wo wir sein wollen. Denke ich mal, dass wir hier sein wollen. Ich bin mir nicht sicher. Und friss. Warum verstecken sie sich eigentlich? Das ist nicht total langweilig, die ganze Zeit zu warten, bis irgendjemand vorbeikommt und dann einfach umgekickt zu werden. Ich bin doch voll drauf gewesen. Ah, was Bugs fehlt, ist so eine Festhaltefähigkeit. Wie Link. Ich meine, er kann schon Rollen springen. Dann soll er auch gefälligst sich festhalten können. Aber naja. So, gehen wir hier lang? Okay, wir sind hier jetzt auf der anderen Seite. Ah, goldene Karate. Oh je, Mini. Burns! Oh, daneben. Ein Wecker. Großartig. Natürlich steht hier ganz random einfach so ein Sofa rum. 3-mal schwarz ist keine Kill. Dachte ich mir gestern auch. Ach so, das ist zum Rüberkommen.
Ich falle auch immer wieder drauf rein. Dreimal schwarz ist Kanickel. Whee! Da oben hängt die Spinne rum. Ist ja niedlich. Total jusch. So, wir sind jetzt wieder genau hier angekommen. Ja, spielen kann ich wohl nicht mehr. Aber das ist auch nicht vonnöten. So, war hier die letzte Acme-Kiste irgendwo? Bäh. Du wirst mich nicht aufhalten. Oh, er hatte recht. So, so. Exit. Wir sind jetzt im zweiten OG, ne? Tja, mal gucken, wie es weitergeht. Bäh. Wie sieht's eigentlich aus? Ah, wir haben alle Karotten, uns fehlt nur noch eine Acme-Kiste. Na, das ist doch freudigst, allerfreudigst. Und die letzte Acme-Kiste war, glaube ich, hier, ne? Genau, da oben. Perfekt, dann haben wir das Level komplett. Ist es nicht wunderschön? Na, ich lach dich auch aus, du doofe Spinne. Pfui, Spinne. So. Und hoch. Und ab. Und zack und boom. Bitch. Finde ich auch. So, wir haben das Level komplett. Yay. Yay. Ist das nicht wunderschön? Damit können wir jetzt... Ich fall schon wieder drauf rein. Damit können wir jetzt hier hin. Und ins vierte OG, um zu Maxi wiederzukommen. Ja, ich glaube, Maxi müsste jetzt hier der Boss sein, ne? Genau. Auf dem Hotelbach. Na, Maxi, willst du mucken? Na klar will er mucken. Bist du irgendwie dumm? Kannst dich mal werfen. Bitte jetzt nochmal richtig. Okay, Boss. Moment, du bist ja gar nicht mein Boss. Hier, friss. Oh, Alter. Das war gemein. Voll in der Luft, so übelst in die Fresse geworfen. Und dann... Na, willst werfen? Du willst werfen. Na komm. Boom. Aber du hast gar keinen Schaden bekommen. Das ist aber unschön. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Leben auffüllen. Tut mir leid, dass ich mich gerade nicht um dich kümmern kann. Na, nimm. Nein, 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 nein. Nein. Friss. Na, voll daneben. Er hat schon geguckt. Wo fliegt die denn hin? Komm, nimm. Oh, bams. Oh, scheiße. Oh, okay. Die ist gar nicht explodiert. Oh, oh. Die wird jetzt explodieren. Oh, je, Mini. Ich sollte nächstes Mal warten, bevor ich sie werfe. Blub, 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 blub. So. Also. Und. Okay. Na, solange es wirkt. Okay. Komm. In der Luft. Oh, schade. Zwar nicht in der Luft, aber es hat geholfen. So. Ich sag Tschüsselchen. Wieder voll durch die ganzen Dächer durchbreddern. Wie es sich gehört für ein Gentleman. Ausgezeichnet, absolut perfekt. Du hast diesen Level abgeschlossen. Tja, ich bin nun mal perfekt. Lass mich deine Position für dich halten. Ja, mach mal. Ihn wird gespeichert. Danke, Merl. Mach's gut. Ja, wiedersehen, Merl. Du alte Schrulle. So, haben wir jetzt überhaupt noch ein Level frei? Ich meine, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Also hier haben wir nichts. Wie sieht's denn hiermit aus? 90 Wecker. Wie viel haben wir denn? 69. 69. Aber bis jetzt haben wir hier alles komplett. Wir müssten mal eigentlich einfach die ganzen Zeitepochen durchgehen. Weil manche Level werden einfach freigeschaltet, wie die durch goldene Karotten. Die werden freigeschaltet, wenn man einfach an dem Level vorbeigeht, wie wir beim Stierkampf gesehen haben. Der wurde ja nicht durch Cutscene freigeschaltet, sondern einfach, als wir dran vorbeigelaufen sind, weil wir genügend goldene Karotten haben. Und ich glaube, hier gab es auch ein Level, was mit goldenen Karotten aufgeht. Du auf jeden Fall schon mal nicht. Aber du, Hasen- oder Entenjagd. Nur ein Wecker. Den mache ich jetzt. Ich glaube, das war ein cooles Level. Wabbit or Duck Season. Oh, das war ein cooles Level. Aber warum in der Steinzeit? Nun ja, Ist jetzt Enten- oder Hasensaison? Oh.
natürlich ist Entensaison. Ne, und dafür muss ich sorgen. Also drehen wir die ganze Sache um. Oh, warte mal, ich glaube, ich drehe das gerade ein bisschen falsch um. Ich war gerade ein bisschen in Gedanken. Ich helfe dir, Duffy. Wir machen mal Zusammenarbeit, ne? So. Wir wollen nämlich erreichen, dass Duffy eins auf die Fresse bekommt und nicht ich. Deswegen immer schön umdrehen. Alles immer fein umdrehen. Hey. Ach, komm schon. Na, Duffy, chillst du da ein bisschen rum? Oh Mann, Duffy. Du bist schon ein Trottel. Aber ich verstehe nicht, warum dieses Level in der Steinzeit ist. Irgendwie ergibt das keinen Sinn. So, und zacki. Und zacki. Na. So, welches Schild ist denn noch auf uns? Da. Und zack. Natürlich ist nur Duffy-Saison. Hör auf mit der Scheiße, Duffy. Oh, perfekt. Hm, tja, und jetzt? Oh Mann, dieses Spiel basiert ja teilweise wirklich so auf Cartoon-Folgen, weil diese Folge gab es ja auch, wo Duffy irgendwie mit Bugs halt diese Sache am Laufen hatte, Hase- oder Entensaison. Und das war so gut. Es ist Hasensaison. Nein, Entensaison, Feuer! Boom! Das war so gut. Oh, ich musste so lachen immer über die ganzen alten Cartoons. Die waren richtig geil. Ausgezeichnet, absolut perfekt. Du hast diesen Level abgeschlossen. Das war doch mal knackig. Ah, wieder was in der Dimension X. Der Wettlauf um Planet X. Aha. Lass mich deine Position für dich halten. Aber immer doch nicht. Mach's gut. Ja, wiedersehen, Merl. Tja, meine lieben Freunde Aldinos, dann werden wir wohl im nächsten Part einen Wettlauf machen. So stand zumindest im Levelnamen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Pärchen, Freundels, tschüsselichen.